Vorrang für deutsche Kinder in deutschen Kindergärten prangert auf den neuen Plakaten der Südtiroler Freiheit. Und wieder einmal stichelt die Bewegung damit gegen die italienische Sprache und Volksgruppe. Wir haben uns einfach die Zahlen und Fakten der Landesregierung geben lassen und haben gesehen, dass es beispielsweise in Bozen Kindergärten gibt, wo fast 70% der Kinder in einem deutschen Kindergarten nicht mehr Südtiroler sind. Den als deutschsprachig deklarierten Kindergarten in der Bozener Wittgensteinstraße besuchen 48 Kinder. 10 davon seien laut Südtiroler Freiheit italienische Staatsbürger, 33 stammen von außerhalb der EU. Damit werde den Kindern in keinster Weise beim Sprachenlernen geholfen. So die Bewegung. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Kindergarten natürlich auch eine Aufgabe hat, eine Bildungsaufgabe hat, auch die Kinder schon auf die Schule vorzubereiten. Und wenn in diesen Kindergartengruppen die Mehrheit, die absolute Mehrheit der Kinder nicht mehr der deutschen Muttersprache ist, dann bedeutet das, dass das Kindergartenpersonal einen Großteil der Zeit damit aufwenden muss, sich um die Kinder zu kümmern, die ja nicht der deutschen Sprache mächtig sind, die der Gestaltung und des sogenannten Unterrichts im Kindergarten nicht folgen sonst könnten. Und das geht auf Kosten der deutschsprachigen Kinder und das können und dürfen wir einfach nicht akzeptieren. Insgesamt 7 weitere Einrichtungen hat die Südtiroler Freiheit ausmachen können, in denen die Situation eine ähnliche ist. In Bozen, Meran und Weidbruck. Da sind in der Tat in erster Linie die Städte betroffen, vor allem Bozen. Es betrifft aber auch natürlich andere Städte, vor allem Leifers. Und da wird eben eine neue Anfrage ergeben, ob wir da auch mittlerweile Kindergärten haben mit einer nicht deutschsprachigen Mehrheit. Es soll laut Südtiroler Freiheit keine deutschen Einrichtungen mehr geben, in denen die deutsche Sprache in der Minderheit ist. Eine Obergrenze oder neue Kindergärten könnten hier Abhilfe schaffen. Des Weiteren sollten die Sprösslinge Sprachkurse besuchen und die deutschen Bildungseinrichtungen sollten mehr Geld erhalten. Es ist ja so, dass das deutsche Schulamt und das italienische Schulamt eigentlich gleich viel Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, diese aber jetzt nicht im Verhältnis stehen zur tatsächlichen Stärke der jeweiligen Sprachgruppe. Und hier verlangen wir eine Umverteilung von den italienischen Kindergärten zu den deutschen, damit mehr Personal und auch mehr Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden können. Für Aufregung hat das Plakat schon mal gesorgt. Abgesehen von dem etwas rassistisch anmutenden Slogan wurde auf dem Aushang ein Kind abgedruckt, das wohl russischer Herkunft zu sein scheint. Das hat eine Werbeagentur für uns dieses Plakat so ausgearbeitet. Wir wollten hier bewusst kein Kind aus Südtirol hernehmen, damit hier auch die Eltern sich praktisch nicht damit konfrontiert sehen, dass jetzt ihr Kind praktisch in die Schlagzeilen gerät, sondern es geht um die Botschaft. Die Botschaft ist für die kommenden 2 Wochen auf rund 25 Bushaltestellen in Bozen zu sehen und das Thema wird uns wohl noch bis im Herbst zu den Landtagswahlen begleiten.